gelesen auf unserem Blog Flipped Classroom Austria. Heute beschäftigen wir uns zwar auch mit Flip, aber nicht mit Flipped Classroom, sondern mit dem Financial Life Park. Wir glauben, dass digitale Medien und finanzielle Bildung sehr, sehr viel gemeinsam haben. Beides hat die Kraft, die Schülerinnen und Schüler für eine Zukunft in einer digitalisierten Welt vorzubereiten. Man braucht aber nicht nur digitale Kompetenzen, sondern auch sehr, sehr wesentlich werden die finanziellen Kompetenzen sein. Man muss wissen, was man mit seinem Geld macht. Und heute machen wir einen kurzen Rundgang durch das Flip, durch den ersten Financial Life Park hier am Hauptbahnhof oder in der Nähe des Hauptbahnhofes, um euch zu zeigen, was sich hier erwartet. Jeder Schüler, jede Schülerin kann hier mit einer Klasse herkommen und man kann sich das einfach anschauen. Wir finden das genial. Geht einfach mit uns mit die Runde, ihr werdet schon sehen, wie cool das ist. Sag Hi! Hallo, willkommen im Flip! Ja, ich bin hier schon bei der ersten inhaltlichen Station. Diese Station hier ist der sogenannte Konfigurator und es gibt hier verschiedene Säulen wie diese hier. Hier kann man dann mit seinem Wallet herkommen und jede Säule steht für eine Ausgabengruppe und somit kann man aufgrund der Rolle, die man bekommen hat im Spiel, muss man dann einteilen, wie viel Geld man, das hier steht zum Beispiel für Essen, für die Ausgabensäule Essen monatlich aufwenden möchte. Im Endeffekt konfiguriert man sozusagen hier sein eigenes Konto. Man konfiguriert seine eigenen Ausgaben, wie man diese denn verteilen möchte. Und im Nachgang wird das Ganze dann da hinten auf dem Bildschirm gemeinsam mit dem Flip-Trainer, mit der Flip-Trainerin, die dich begleitet, evaluiert. Das heißt, man schaut dann, wie steht denn das Ganze hier im Zusammenhang. Ja, hallo, ich bin jetzt in der Station Tresor. Im Tresor ist ein Tresor einer Bank wirklich ausgebaut worden und hier im Flip, im Financial Life Park, eingebaut worden. Der Tresor besteht aus einzelnen Schließfächern, wo man Werte verstecken kann. Und genau um das geht es auch hier im Flip. Es geht darum, den Zusammenhang zwischen Geld und Werten einfach herzustellen. Was ist und wann etwas wert? Eine echt coole Station und das macht man hier spielerisch. Also unbedingt reinschauen hier in den Tresor beim Flip. Ja, hallo, wir sind jetzt im Meinungsforum. Das ist ein runder Raum und ihr seht schon, es gibt zwei Bildschirme. Hier ist es immer so, hier diskutiert man ein bestimmtes Thema. Der Name sagt ja schon Meinungsforum und man stimmt zunächst einmal ab. Man stimmt ab, ist etwas gut oder schlecht, welche Meinung hat man dazu, auf seinen eigenen Wallet. Also man gibt seine Meinung preis. Dann hört man ein Pro-Argument von einer Person hier auf diesem Schirm und ein Gegenargument hier und danach stimmt man nochmal ab. Somit hat man die Möglichkeit, danach auch zu schauen, wie hat sich aufgrund der Informationen das Abstimmungsverhalten aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also aller Spielenden hier, verändert. Also hier geht es darum, nachzudenken, wie verändert Geld oder einzelne Elemente von Geld unser Leben. Ja, diese Station, die ihr gerade gesehen habt, heißt Getting Global. Wir haben wirklich hier einen Globus nachgebaut mit Bildschirmen. Und das Coole dabei ist, hier gibt es ein Spiel, da geht es darum, in welchem Zusammenhang steht zum Beispiel die Produktion von irgendwelchen Produkten hier global. Also in welchem Zusammenhang wird das weltweit produziert. Eine echt coole Sache und auch hierfür gibt es natürlich ein Spiel. Ja, das Geniale ist, hier im Flip gibt es nicht nur diese interaktive Ausstellung, wo man wirklich durchgehen kann als Gruppe und mit dem Wallet spielen kann und dadurch Finanzkompetenzen erreichen kann. Es gibt hier auch eine wirklich sehr gut sortierte Bibliothek und das ist einfach genial. Man möchte hier ewig verweilen.
hat Ihnen der Besuch hier mit den Kindern, mit den Jugendlichen im Flip gefallen? Ich finde das ganz toll hier. Hier kann man wirklich finanzielle Kompetenzen lernen und das in einer ganz einer coolen Atmosphäre, die Kindern sicher sehr, sehr gut gefällt. Ja, Knete, eigentlich genau um das geht es hier im Flip. Um Knete, also um Kohle, um Geld. Es geht um die Finanzkompetenz, um die Financial Literacy, um das Financial Life. Jeder und jede kann hierher kommen. Am besten schaut auf die Webseite des Financial Life Parks, die steht dann hier unten irgendwo im Video. Meldet euch an, es ist wirklich ein Traum. Kleiner Tipp noch, es gibt auch zur Vor- und Nachbereitung total viele Materialien auf der Webseite und es gibt dort auch die Flip Challenge, die ich jedem wirklich empfehlen kann. Viel Spaß, ich hoffe, unser Einblick hier heute hilft euch, die Knete zusammenzuhalten und hilft euch auch ein bisschen, euch einen Ruck zu geben, das Flip hier, den ersten Financial Life Park zu besuchen. Wir finden es genial. Ja, dann machen wir es aber in die Richtung, oder? Okay, es geht heute um den ersten Financial Life Park. Joe und ich haben sie schon in unserem letzten Blogbeitrag. Bitte. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um den ersten Financial Life Park. Joe und ich haben sie schon in den letzten